In dem Sinne, hallo Freunde der Spiegelton, willkommen bei Rescue HQ. Der Tycoon, so heißt er wirklich, er kommt, wenn ich mich nicht täusche, morgen raus. Aerosoft published das und Still Alive Studios hat das produziert. Aerosoft kennt man eigentlich von ganz vielen Sachen wie alles, was in den Simulationsbereich reingeht, wie irgendwelche Truck-Simulatoren oder Bus-Simulatoren und so weiter und so fort. Also haben wir natürlich hier einen Aufbausimulator, wo wir mit Rescue HQ unser eigenes Hauptquartier bauen von Feuerwehrleuten, Polizeiwache und Ambulanz. Diese drei Themen sollen vermischt werden und wir müssen unsere Teams halt losschicken und halt, wie soll man sagen, Notfälle bearbeiten. Und nein, ich bin kein Profi in dem Spiel, deshalb werden wir es ein bisschen zusammen entdecken. Wir werden erstmal, du heißt jetzt Kadett machen, das ist in Berlin, Large Allee 10, Dauer von 5 Wochen, unser Auftrag, unsere Herausforderung ist eigentlich, diesen Bankrott im Szenario abzulenken, beziehungsweise nicht bankrott zu gehen, und wir werden halt letztendlich das Spiel kennenlernen. Das habe ich mal schon mal angefangen zu spielen, aber ich habe es nicht bis zum Ende gespielt, weil ich nur mal kurz reingeguckt habe, aber es schien auf jeden Fall schon mal ein ganz grundsolides Spiel zu sein, weshalb wir dem natürlich auch ein kleines Angespielt widmen werden und mal so ein Stündchen, anderthalb Stündchen jetzt da drin verbringen. Man muss jetzt keinen Grafikwunder erwarten, aber wenn die Tycoon-Sachen funktionieren, ist das ja immer ganz okay. Wenn Sie einen Patienten vollständig behandeln, erhalten Sie eine erhebliche Bonuszahlung. Sind Versicherungen nicht was Tolles? Welcome, dear friend. I will personally guide you in building this HQ. Tell me your name. Wait, what? Oh, you can't. Well, tough luck. I dub the Cadet. Sehr schön, wir pausieren erstmal, weil das das Spiel nicht automatisch macht. Ja, Grafik ist halt zweckmäßig, obwohl jetzt die Wache selbst ja ganz nett aussieht, auch wenn es noch gar nichts drin gibt. Darum kümmern wir uns aber gleich. Oben links haben wir unsere Ressourcen, Credits. Ich glaube, unser Ansehen, damit arbeitet das Spiel. Unsere Leistungsbewertung, dann die Anzahl unserer Mitarbeiter, wo wir schon sehen, Ambulanzmitarbeiter 0, Polizeimitarbeiter 0, Feuerwachemitarbeiter 8 von 24. Und links unser Baumenü, wo sie Räume und Objekte kaufen, entsperren und platzieren, die Crew-Bewerbeliste ansehen. Überall, wenn du Sachen aufklickst, kommen nette Informationen, wie man das macht. Und mit den Symbolen, zu welcher Einheit das überhaupt gehört, wenn wir was bauen werden. Aber wir müssen einfach nur dem Bürgermeister zuhören. You will set up firefighting, police and medical departments. You better follow my lead, Cadet. First off, let's build up the fire department. Not that I like fire. I mean, it's bright. And if you get close, it's warm and causes delicious... terrible pain. Ach, und rechts oben ist nämlich unsere Zeit, wie lange unsere Anlage eigentlich schon arbeitet. Und hier ist eine Proxy, also eine Zukunftssicht darauf hin, was für Sachen passieren könnten. Also welche Ereignisse in den folgenden 3 Tagen passieren können. Anyways, you've got some money, put it to use. Build a fire engine, prepare equipment, and get a hiring desk. You do that, and I'll make sure you have some fire emergencies soon enough. So, Garage bauen. Haben wir gelernt, links unten. Garage, dann können wir unser Einsatzfahrzeug, den LFC, nehmen. Ich muss gerade kurz überlegen, wie nochmal das Drehen des Fahrzeugs war. Q und E, genau. Natürlich wird so ein Fahrzeug angeliefert in Kisten, man kennt es ja. Das erscheint gleich, wenn soweit die Leiste aufgefüllt ist. So, Station zum Anheuern von Feuerwehrleuten bauen im Büro. Das müsste das hier sein. Dann Nachfüllstation für Luftbehälter. Für die Gasflaschen, die haben, wenn sie ein Feuer reingeben müssen. Und wir brauchen... Ach nee, das hier ist eine Aufbewahrung für Luftbehälter und das ist die Nachfüllstation. Look at that, a fire department. Now I can start to forward fire issues your way. Obviously. Keep growing your department. You'll even be able to handle kittens and trees.
Wir werden uns sogar um Kätzchen in Bäumen kümmern dürfen. We will definitely need more manpower if we are to thrive. We need to recruit more firefighters. New hires are usually rookies. They're nearly useless in the field, unless they have really strong superstition, supervision. Having the muscle mass of yogurt, newly hired rookies are basically useless in emergencies. They can get stronger in a basic training area. Ja, wir müssen jetzt ein Trainingsareal bauen. Und das ist eigentlich total geil, weil Feuerwehrleute werden mit Eimerschleppen besser. So, wie ich das noch richtig weiß, dann können wir so, glaube ich, den Raum aufbauen. Ah, sieht doch schon gut aus. Räume sehen anders aus. Also die Wände und so weiter sehen anders aus, dementsprechend zu welchem Typ dieser Raum zählt. So, Versorgung brauchen wir nichts. Feuerwehrexpansion abschließen, freischalten. The National Holiday is about to start. People usually celebrate with tons of fireworks. Expect a lot of fires in urban areas during that time. Viel Feuerwerk und Grill. Rechnen Sie mit einer Zunahme der Hausbrände. Die Brände beginnen normalerweise am Abend, wenn die Leute enthusiastischer und leichtsinniger werden. Das sind dann Wasserschlepp-Trainingseinheiten. Wir haben Brand. Alarm. Rookies can train for emergencies. Check the applicants tab in the crew menu. Here, you respond to emergencies and make the tough decisions that determine the safety of the city. The best part? This is also how you earn money. Choose carefully which vehicles, crew and equipment to send out, as they will be unavailable until this emergency is resolved. Das ist schön. Wir müssen sogar wirklich unser eigenes Team zusammenstellen. Assimilating fresh souls, finding applicants, requires manning recruitment desks. Some may also join after completing objectives. Keep in mind that every crew member needs a locker. Aber nur solange er lebt. Let us keep expanding the common area. And by us, I mean you. Set up a small kitchen and a bathroom where people can eat in peace and use the toilet. Well, respectively. Anyway, if they don't have anything to eat, they'll just leave to get food right when you need them. I know. Labor laws, right? So, jetzt können wir entscheiden, welche Besatzung wir mitnehmen. Wir können auch sehen, was für Spezialisierung die Leute haben. Oder ihre Berufskompetenz, dass die Anfänger sind. Aber die haben zum Beispiel die grundlegenden Feuerbekämpfungsfertigkeiten und er ist ganz gut bei Industriebränden auch. Schade, hier ist noch nicht die Übersetzung drin, aber ich hoffe mal, dass die nochmal einen Übersetzungspatch machen bis morgen. Du kannst aber sehen, so, das Fahrzeug müssen wir so nutzen. Das hat einen Wassertank von 500 Litern dabei. Ausrüstung haben wir nichts. Dann können wir den Raymond mitschicken, auch wenn er für Industriebrand besonders gut ist. Wir sehen halt, jetzt haben wir schon angeblich... Nee, so, jetzt haben wir 3 von 3 Feuerwehrleuten dabei und haben eine 75% Chance, das zu schaffen. Mit einer Leiter könnten wir es auf 100% bringen, aber wir besitzen keine Leiter. Also los. Alarm. Da hat irgendeine nackte Frau unsere Klamotten angezogen. So, wir müssen die Crewbedürfnisse auch beziehungsweise abfuttern. Essen, Ruhe, Hygiene. Verletzungen, Erschöpfung, der Crew bei Schichtwechsel nach Hause gehen zu lassen, behebt diese Zustände. They will keep doing that if you do not provide enough food, rest and hygiene facilities. Other times though, crew members may become injured or exhausted. Emergencies, overtime. This is only treated once they go home after their shifts. Das ist eben so hier, jetzt machen die wirklich so ein Wassereimertraining. Weg ist es. Ich weiß gar nicht, ob es abfährt oder ob es wirklich einfach nur verschwindet. So, dann brauchen wir erstmal die wichtigsten Sachen des Lebens. Klo.
Na, es ist eine Tür. Was für eine Art Kurzinfo haben Sie hier erwartet? Di. Ah, kommen Sie wieder. Ah, erstmal kacken gehen nach dem Auftrag. Ich glaube, es ist eine übergreifende Toilette. Jeder Gender darf hier auf Klo. Auch Apache-Helikopter dürfen hier Toilette machen. Sie können Ansehen ausgeben, um neue Stationen und Fahrzeuge freizuschalten, Hilfe anzufordern, um einen Notfall automatisch abzuschließen. Es ist am Ende der Woche in Geld umwandelbar. Sie können nur eine begrenzte Menge an Ansehen aufbewahren. Diese Obergrenze erhöht sich am Ende der Woche, wenn sie in dieser Woche erreicht wurde. Ansehen, das über die Obergrenze hinaus erlangt wird, geht verloren. Das ist ein richtiges Beamtenleben, ey. Bloß nicht zu viel arbeiten. So, es gibt so eine kleine Küche. Die Nachtschicht beginnt. Chemielaborant-Experte. Und ich glaube, das Grüne ist Erfahrungsleiste. Tschüss, Tagschicht. Hallo, Nachtschicht. Aber finde ich schön, dass sie das berücksichtigen. Ich hätte gerne noch einen Tisch. Und jetzt eigentlich sowas wie ein Power-Napping-Room. Obwohl, ne, in der Nachtschicht können die ja ruhig mal schlafen gehen. Geht alles bis jetzt gut von der Hand, ey. Kriegt da drei Bettchen, das wird ja wohl reichen. Vorher habe ich das Klo ein bisschen überdimensioniert. Das ist so, als wenn Scheißen das Wichtigste wäre auf der Arbeit. Jasmin Tempelmann. Stellen wir dich mal für die Tagschicht ein. Fahrzeuge müssen übrigens auch gewartet werden. Die verlieren dann, das habe ich auch noch irgendwie im Kopf. Wie sagt man? Die gehen ein bisschen kaputt über Zeit. Und danke, Rex. Ich habe gesehen, dass es eine Super-Chat-Spende gab. Ich kann nur nicht sagen, wie viel es ist, aber vielen Dank. Kaffeemaschinen sind wichtig auf der Arbeit. Leider sind keine da. Bis jetzt, vielleicht später beim Freischalten. Zwei Leute sind inaktiv. LF-10, TLF-3000, Feuerwehrfahrzeug, DLK mit ausziehbarer Leiter. Ich glaube, eine größere Garage ist nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ob das Originalnamen sind von den Fahrzeugen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es unterschiedlich mit unterschiedlichen Spezialisierungen, was ja schon mal eine ganz coole Sache ist für eine Simulation. Aber ich denke mal, wir können ein bisschen beschleunigen, weil jetzt geht es nur noch darum, dass wir 200 Ansehen bekommen. Don Carlito, in his unending wisdom, has decided to rat out his peers. The trial happens at the end of the week. Make sure his old friends. Ah, DLK heißt Drehleiter mit Korb. Danke.
Wie soll ich ihn schützen? Ein Mafiaboss steht in der Stadt vor Gericht. Der Richter bat um eine bewaffnete Eskorte. Stehen Sie bereit mit einem Mannschaftswagen der Polizei? 8 Polizisten und einiger SWAT-Ausrüstung. Ich kann doch gar nichts bauen für Polizei. LF ist ein Löschfahrzeug. Ah. Ah, da kann ich die Reparatur des Fahrzeuges starten. Und du siehst müde aus. Die geht auch Heier machen. Naja, ihr Kopf hängt durch die Wand. Aber es ist jetzt Abzug in der B-Note. Oh, die Sonne geht auf. So, da können wir das Ansehen in Geld umwandeln. Na? Scheinen aber alle beschäftigt zu sein. Keine negative Zahl. Da hat man nämlich zu wenig Leute. So, aber gleich ist die Brandphase. Weil Nationalfeiertag anfängt. Geil, die Nachtschicht hat wieder nur gepennt. Die faulen Säcke. Oh, ein Brand. So, da ist der Wassertank, den wir brauchen. Dann brauchen wir 4 Lufttanks, weil ein lokales Unternehmen meldet austretenden Rauch. Da können wir übrigens um diese Hilfe bitten, damit wir das automatisch abschließen. Komisch ist, dass du... Ach so, du hast automatisch, wenn du das Fahrzeug einsetzt, kommt wahrscheinlich ein Mann, der das Fahrzeug fährt. Deshalb musst du keinen 5. Mann auswählen. Und ab die Post. Das mit dem Einsatzplan finde ich echt schön. Echt coole Sache. Danke, Cuddler, für den Restub. Alle springen rein. The celebrations are about to start. Be ready to respond. Rayman Maus zählt als 2 Mitarbeiter im Einsatz. Ist das jetzt ehrlich gemeint? Stellen wir einen Feuerwehrmann für die Nachtschicht mit ein. Ne, der hat doch erfahrener Feuerman, fortgeschrittene Feuerfertigkeiten, plus 2 für Brandbekämpfung. Ach so, deshalb zählt er als 2 Männer. Boah, Shogi passt echt gut auf. Der ist fitter als ich im Moment, im Chat. Stimmt, umso erfahrener sind, umso weniger Feuerwehrleute du brauchst. Es geht also nicht um die Anzahl der Leute, es geht darum, dass die erfahren genug sind. Dann kannst du ja später einen super Feuerwehrmann haben, der alleine einfach eine Industrieanlage rettet. Stimmt. Das hier ist nicht Feuerwehrmann-Anzahl, sondern Feuerwehrmann-Fähigkeiten. Deshalb kannst du auch die Anfänger nicht nutzen als Feuerwehrleute, weil denen fehlt einfach die Erfahrung. Eine Sache muss ich schon kritisieren. Und zwar, dass ich Sachen nicht umsetzen kann, wie ich das richtig sehe. Ich müsste also den DLK, die Drehleiter-Geschichte hier, müsste ich abreißen. Oder? Ah doch! Bewege Objekte durchziehen. Geht ja doch. Dann will ich nämlich den hier nachher an die Wand ziehen, damit ein bisschen mehr Platz ist.
Die Anfänger werden hier an den Wassereimern trainiert. Oh, anscheinend hat unser Einsatzfahrzeug einen Schaden genommen. Was haben wir denn hier? Ein paar verirrte Feuerwerkskörper haben in der Nachbarschaft einen kleinen Brand entfacht. Also entweder brauche ich ein zweites Fahrzeug. Oder ich kann das nicht abschließen. Ich weiß aber nicht, ob ich den schnell genug hinkriege. Entweder muss der jetzt repariert werden. Ah, kommt schon jemand mit Werkzeug. Na komm. Ah, passt noch. Wir mussten erst unser Fahrzeug reparieren, bevor wir zu euch kommen können. Ich denke mal, wenn das Ansehen erreicht ist, dann kannst du anfangen, die Wache aufzubauen. Damit wir den Mafia-Boss in 3 Tagen schützen können. Bürger haben Rauch gemeldet. Ja, vielleicht ist ja das Zweitfahrzeug gleich fertig. Ja, ich weiß. Es ist anstrengend, eine Feuerwache zu leiten. Oder wir bitten um Hilfe. Na. The common area is complete. Terrific. Don't forget to add on to those spaces as your team grows. Time to build the police department. Those city hall fools really allow private police to hold suspects. Now, you better build holding cells and have some police crew ready for processing. Let's set up a basic precinct so our people can go out and fight crime. Sehr schön. So, wir haben sogar 2 Polizeiwachenmitarbeiter. Für die Tag- und für die Nachtschicht. Anscheinend ist Polizei nicht so wichtig wie Feuerwehr. Polizeischließfächer, Streifenwagen. Dafür müssen wir erst das mit dem Mafia-Typen erledigt haben. Scheint, als wäre ich die Polizei hier an der Seite setzen muss. Oder mache ich das in der Hauptgarage? Ah ne, für die Hauptgarage ist schon kein Platz mehr in die Richtung. Brauche ich wirklich eine Zweitgarage. Die Musik ist echt funky. Die Musik ist wirklich funky. Die können wahrscheinlich hoffentlich beide dieselbe Küche benutzen. Alles andere wäre ein bisschen komisch. Oh nein, diese Stühle werden gerade benutzt. Ups. Könnt ihr auch im selben Büro arbeiten? Papierkram auf Bewahrung. Polizeischreibtisch. Verwandelt Papierkram in Akten.
Ja, das macht ein Büro, glaube ich. Vor der Zeit der Digitalisierung. Aber wir können die Station für das Anheuern der Polizeibeamten ja gerne hier reinmachen. Direkt neben den Feuerwehrleuten. Ist das nicht so, dass Polizeileute sich und Feuerwehrleute sich hassen? Oh, sieht mal aus wie ein richtig schöner Polizeischreibtisch. Sieht eigentlich aus, als wenn er Mediendesigner wäre und gar nicht Polizist. Die Küche, ein Kühlschrank reicht doch in der Küche. Warum sollten die irgendwas kochen? So, da können 10 Leute als Polizist anfangen. Irgendwas vergessen? Wir trainieren Polizisten am Schießstand, ne? Aber sowas gibt's noch gar nicht. Polizeieinsätze produzieren Akten, Papiere, Beweise. Die Akten werden in einer Ablaufkette von Polizeiplätzen Büro bearbeitet. Büroarbeit, Akten, Fall. Am Ende werden Fälle und Beweise dem Untersuchungsausschuss vorgelegt und generieren zusätzlich Geld und Ansehen. Verdienen Sie Geld und Ansehen durch die Bearbeitung von Polizeiakten. Wird es später eine zweite Etage geben? Das kann ich noch gar nicht sagen, aber ich habe keine Bilder gesehen, die eine zweite Etage suggerieren würden. Und auch keinen Menüpunkt, der jetzt eine zweite Etage erlauben würde. Ja, da arbeitet schon die Polizistin. Innerhalb einer Stunde und 30 Minuten wird Papierkram zu... Oder wird Papierkram erzeugt zu Akten. Ach, wenn die einmal durchlaufen, kann ich eine weitere Person anheuern. So ist das gedacht. Also alle 4 Stunden kriege ich eine neue... Also die Möglichkeit, jemanden neuen einzustellen. Schichtwechsel verkrümelt euch. Hüpp. Irgendwie sehen die Uniformen britisch aus, obwohl wir in Berlin sind. Aber wir müssen ja nachher irgendwie auch ein SWAT-Team . Ich kann keine Angestellten mehr für diesen Beruf einstellen, bauen sie mehr Schließfächer. Aber wir haben doch schon 8 Stück. Kann nicht sein, dass alle Schließfächer belegt sind. Oh, ein Polizeieinsatz. Ah, ein Produkt wird ohne Lizenz verkauft. Berliner Polizei bei Arbeit. Fahrt raus. Schnappt euch den Marken Banditen. Macht ihn alle, schlagt ihn mit euren Stöcken zu Brei. Wir brauchen keinen Zeugen. Schießt ihn gleich mit. Warum alles Denglisch? Weil es noch nicht raus ist. Ich denke mal, dass die Finalübersetzung morgen noch eingespielt wird, wenn Release-Zeitpunkt ist. Oder übermorgen ist, glaube ich, Release.
Deshalb darf man noch den einen oder anderen Fehler hinnehmen, denke ich. In Übersetzungen. Im Baumenü gab es etwas, das aussah wie eine Treppe. Ach, eine Aktenablage habe ich noch gar nicht gebaut. Zwei Feuer gleichzeitig. Ein paar verehrte Feuerwerkskörper, okay. Löschfahrzeug. Ein bisschen Sauerstoff. Und weil wir ja schon so vorausplant waren, haben wir auch den TLF 3000 Feuerwehrwagen. Und können das zweite Feuer auch angehen. Was? Benötigt einen weiteren Crewplatz. Ach so. Der kann nur maximal 4 Crewmen mitnehmen oder 3 Crewmen. Da haben wir halt nur 86% Chance. Tanklöschfahrzeug 3000L. Ich will wahrscheinlich irgendwas löschen. Ich wollte halt alle verfügbaren Fahrzeuge machen. Also hier soll irgendwas sein, was aussieht wie eine Treppe. Also bis jetzt noch nicht. So, das ist jetzt übrigens alle Objekte anzeigen. Dann können wir uns das genau mal ansehen. Draußen gibt es später auch Hubschrauber-Einsatz. Schreibtisch für Kripo-Beamte, Übersuchungsausschuss, Versorgung. Oh, es gibt sogar Hundestaffel später, K9-Einheiten. Nur die Besten der Jungs sind hier drin. Ausbildung für Feuerwehrleute, Treppensteigen. Hindernisklettern. Arrestzellen, medizinisch. Schlafzimmer, Doppelbetten. Für Entspannung gibt es einfach nur eine größere Couch. Deshalb, ich glaube, es bleibt auf einer Ebene. Schichtwechsel. Wir brauchen einen Hochleistungsmotor. Ein Partybus fährt durch die Stadt. Und was ist das hier? Achso, wir bräuchten 4 Polizisten. Haben wir nicht. Wir können nur ein normales Fahrzeug rausschicken. Wir haben kein Hochleistungsfahrzeug. The holiday is almost over. We'll see it through. Was ist nicht erreichbar? Ach so, der da oben. Moment. Auf jeden Fall sehr schöne Warnungen. Man kann sie kaum übersehen. Boah, dann kenne ich eigentlich, dass das Berlin ist. Ha, Football Stadium. Betrug. Niemals ist das Berlin.
There you go. Enforcement is up and running. Now it's time we finish some business. Alas, I talk too much. Prepare the armed police for a mafia boss trial. Der Bewerbungsprozess ist ja recht einfach gehalten. So, was gibt's denn jetzt? Achso, das ist der Mannschaftswagen der Polizei. GLF-4000-Fahrzeug. Damit werden wir den Mafia-Boss transportieren. Ist das Spiel neu? Das Spiel kommt morgen raus. Oder übermorgen. Irgendwas in die Richtung. Trainingstür. Trainiert unerfahrene Polizeibeamten. Von Level 0 zu 1. Und Bankdrücken. Als Polizist muss man schon eine Tür ordentlich eintreten können. Sonst nimmt dich ja keiner ernst. Arrestzellen. Bank zum Abfertigen von Verdächtigen. Eine Bank, die benötigt wird, wenn Verdächtige in einer Zelle auf ihre Abfertigung warten. Bequemer, als sie aussieht. Muss in einem Büro stehen. Ich denke mal, das reicht als Arrestzelle. Oh mein Gott, wo kommt... Achso, das ist das Kaufen von dem Nachbargebiet. Mannschaftswagen der Polizei. Ach, da ist SWAT-Ausrüstung recht dabei. Jemand ist in einem Videostore eingeladen und hat eine 90er-Jahre-TV-Show-Kollektion geklaut. Ich glaube, da kann man mal mit SWAT-Ausrüstung hingehen. Danke für den Resub, Belator. Ich glaube aber die ganze Zeit, ich habe ein bisschen wenig Polizeibeamte. Schicken wir mal die Noobs los. Ach, mit Ansehen schalte ich die anderen Sachen frei, ne? Wo ich doch gerade mal hingucke. Zum Beispiel Fahrzeuge etc. Ach, guck mal. Eine Kochnische. Jemand klaut was und plötzlich kommt SWAT. Aber so funktioniert das. Also das ist ja eine schöne Einschüchterungstaktik. Endlich mal etwas, wo wir die Drehleiter einsetzen können. Achtung, hier arbeitet niemand.
ihr euch braucht gleich schon mehr Spind. Mein Gott, 3 Einsätze auf einmal. Das muss reichen mit den 80%. In 23 Minuten kommt das andere Einsatzfahrzeug wieder. Shari Schweigert. Ja, dann fehlt es an Einsatzfahrzeugen. Also muss ich echt um Hilfe bitten. Muss eine andere Einheit machen. Ist auch kein Platz mehr für Garage. Ich kann sogar Leute zu Überstunden verdonnern, dass sie die aus der Tagschicht in die Nachtschicht übergehen. Entwicklung. Ob man später manche Aufträge ein bisschen automatisieren kann. Am Anfang habe ich gesagt, das ist ganz schön, das Auswählen, weil ich gedacht habe, es wird ein bisschen individueller. Aber das macht man schon die ersten paar Einsätze und es ist ja immer wieder die gleichen Klick-Sachen. So, dass man sowas hat wie eine Teamverwaltung. Wer sich um welche Einsätze kümmert. Okay, es ist die erste Mission. Ich will nicht kritisieren. Also nicht so sehr kritisieren, weil bis jetzt läuft ja alles sehr rund. Ist halt bis jetzt eine schöne kleine Simulation. Ich glaube, hier oben rechts noch eine kleine 1 zu sehen, wodurch man, glaube ich, sehen kann, wie schwierig der Auftrag ist. Ausrüstung zur Massenkontrolle benötigt. Bürger haben sich versammelt, um von ihrem Protestrecht Gebrauch zu machen. Bringen Sie eine kleine Polizeimannschaft hin, um sicherzustellen, dass es nicht eskaliert. Mit Spots. Vor allem eine kleine. 10 Leute. Das muss ich ein anderes Revier machen lassen. Dafür sind wir nicht ausgestattet. Aber jetzt kriegen sie auch eine richtige Küche. Ah, ein Kosmetikspiel. Man muss ja auch gut aussehen, wenn man auf Einsatz ist. Was haben wir hier? Wartungsstation für Tauchpumpen. Ich glaube, die Türen stehen falsch. Was ein Training. Also die funktionieren dennoch, aber sieht halt ein bisschen komisch aus, wenn sie durch die Wand treten. Ich habe nur noch 3 Tage in diesem Job. Er bringt mich um. Ich möchte einfach weg. Ich muss wieder arbeiten. Bitte erschießt mich doch heute jemand in der Schicht.
LF20 Fahrzeug. Hier kann ich mich angeben, dass die Überstunden machen müssen. Damit man das auch mal gesehen hat. Was ist das denn? Sicherheitskontrolle? Laut Bericht hat ein zweistöckiges Familienhaus Feuer gefangen. Er verbreitet sich nicht. Es verbreitet sich nicht, aber das Einsatzteam sollte schon schnell eintreffen. Weil ich ein bisschen fies finde, es wurde niemals gesagt, dass ich mein Office ausbauen sollte. Und trotzdem kommen Missionen, die kannst du gar nicht schaffen, wenn du nicht weitere Fahrzeuge gebaut hast. Ach, das kann ich schon freischalten. Oh, ich habe kein Geld. Obwohl nach einer Woche, was steht hier? Rathausbudget plus 60.000. Stadtzuschuss nehmen. Da wird doch bestimmt irgendwas passieren mit. Aber wir haben eine 100% Bewertung. Muss ihm bestimmt aber die Sachen zurückzahlen. Vor allem einfach mal 100.000 von der Stadt ausgeben. Ja, ich arbeite dran. Wo ich mich gerade frage, was soll nicht erreichbar sein? Aber ich habe ja nichts großartig umgesetzt. Lass mich raten. Weil ich den Raum verkleinert habe, steht irgendjemand ganz komisch da drin. Ne, daran liegt's auch nicht. Jetzt habe ich es irgendwie kaputt gemacht. Ach, die Betten. Wie ist das denn passiert? Brauche eh Doppelbetten. Damit der Raum ein bisschen mehr assi aussieht. Ich glaube, ein zweiter normaler Streifenwagen wird sich auch lohnen.
Obwohl, später könnte das ja ein bisschen dynamischer sein mit den Missionen, wenn du auch noch die Helikopter hast. So, dass du wirklich entscheiden musst, was sich wirklich lohnt. Ich denke mal, die Helikopter werden besonders schnell sein in ihren Einsätzen. The soccer championship will start in a few days. Beware of violence in the streets, as fans meet after the matches. Damit sie möglicher Gewalt widerstehen können. Polizeischutzausrüstung. Das dauert aber noch ein paar Tage. Ach, guck mal. Sehenswürdigkeiten. Wird Zeit, dass wir den ersten Ehestreit mal lösen. Polizisten verdienen übrigens auch weniger als Feuerwehrleute. Wie es aussieht. Jedenfalls hier im Spiel. Panzerwagen für die HSV-Fans, bitte. Ich dachte, Dresden hat so einen schlechten Ruf. Aber hier beim MSV in Duisburg, was die da manchmal für ein Aufgebot machen, für einen Verein, dessen Liga ich gar nicht nennen kann, wo die gerade sind. Kann man die Station für den Sauerstoff auch in die Fahrzeughalle bauen? Da möchte jemand wahre Arbeitsbedingungen schaffen. Nein, Garage ist wirklich nur für Garage. Nicht im Hauswirtschaftsraum. Deshalb, du musst halt die passenden Räume dafür bauen. Und die Station für die Sauerstoffgeräte muss wohl mit in den Spindraum und nicht in der Garage. Obwohl, irgendwie wird die Garage auch Sinn machen, ne? Wieso, HSV hat da den Klassenerhalt geschafft? Weil ist da deshalb so viel Terror da? Toll, erstmal mit dem Streifenwagen raus und schon haben sie ihn kaputt gemacht. Aber man später auch die Anzahl an Angestellten noch erhöhen kann. Ach so, wir müssen mehr Schließfächer bauen, um diese Einstellungsobergrenze zu erhöhen. Daher kommt die. Schaumlöscher haben wir nicht. Müsst ihr mit den Händen ausklopfen, das Feuer. Feuer! Da liegt Druckerpapier, schlag's damit aus. Oh mein Gott, das brennt ja auch. Ich bin nicht erfahren genug für diesen Beruf. Ein Polizeimann hat nichts zu tun, das habe ich dir noch ein zweites Ding genommen. Das Game sieht lustig aus, wo gibt's das? Das gibt's auf Steam ab morgen. In, glaube ich, exakt von jetzt an 23 Stunden. Hatte vorhin jemand geschrieben.
Ein Mixeinsatz. Ein Auto ist in ein Gebäude gekracht, als es so schnell um die Kurve fuhr. Es gibt keine Opfer, aber der Fahrer scheint betrunken gewesen zu sein. Das habe ich mir gedacht, die Einsätze werden etwas komplexer. Kann ich die vielleicht mit dem Polizeiauto auch schicken? Nee. Feuerwehrleute dürfen nur im Feuerwehrwagen kommen. Sieht ja auch komisch aus, wenn die einfach aus so einem Einsatzwagen rauskommen. Wie teuer es ist, kann ich gar nicht sagen gerade. Ich glaube, es ist noch kein Preis drin, aber ich denke nicht, dass es ein 60-Euro-Titel sein wird. So reine Spekulation von mir. Morgen kommt auch Between the Stars raus. Oh mein Gott! Sprengausrüstung. Ein Aufzugsalarm. Scheint so, als wenn einige Mitarbeiter gefangen sind. Tja, mehr haben wir nicht mehr. Vor allem haben wir nicht diese Ausrüstung. Ich weiß gar nicht, ob das so richtig ist, dass ich die ganze Zeit einfach Leute einstelle. Das ist eine Beamtenanlage, mein Gott. Ich kann so viele Leute einstellen, wie ich will. Jetzt sieht man da oben auch, wie die Maximalanzahl hochgeht. Bauen Sie eine Arrestzelle und Bank zum Abfertigen von Verdächtigen. Aktivieren Sie die Bank zum Abfertigen von Verdächtigen, damit die Polizei den Gefangenen abfertigen kann. Erhalten Sie zusätzlich Geld und Ansehen. Ein erster Verdächtiger. Die Polizei hat einen in die Haft im Hauptquartier gebracht. After they've been processed, they leave. Into freedom or to a proper prison. That is for the law to decide and none of your business. 25 Euro laut Steam Forum. In fact, is making money by processing the suspect. The more the better. Geld verdienen, indem sie Verdächtige verhören. Also wirklich dieses... Was machen wir mit dem Mann? Wir machen das, das und das, damit wir mehr Geld kriegen. Und gucken Sie mal mit der Ambulanz, ob sie nicht... es ist Blond Powerlocke. Der meistgesuchte Verbrecher in Berlin. Aber es ist kein Polizeibeamter da, der ihn gerade verhört. Ah, jetzt kommt jemand. Du siehst auf jeden Fall aus wie ein Massenmörder. Für den kriegen wir auch mehr Geld. Mein Gott, dann gehen die einfach nach Hause beim Schichtwechsel. Er hat noch nicht mal sein Verhör abgeschlossen. Meine Kollege macht gleich weiter und so entstehen die Kackakten. Mit denen später keiner mehr arbeiten will. So, wir haben alles. Gehen Sie mal nach Hause, Sie haben Streifenanzug. Okay, tschüss. Und verlassen Sie das Land nicht. Kann ich vielleicht den Korridor enger machen? Ja, das ist ja doof.
Der wird jetzt bestimmt gleich sofort meckern. Du kannst überhaupt nicht so viele Polizisten mehr eingestellt haben. Ich werde es genauso machen wie bei den Feuerleuten. Mit so einer Trennwand, dass du hier mehr Spind haben kannst. Achso, du kannst jede Woche einen Zuschuss fordern, um deine Wache zu retten. Drehleitern. The trial is about to begin. Make sure you have the required resources. 8 Polizisten und einige SWAT-Ausrüstung. In den Mannschaftswagen passen 8 Leute rein. Ich denke mal, wir müssen den auch dafür einsetzen, einfach. Build more lockers. The amount of built lockers determines how many locker spaces. Das haben wir eigentlich gemacht. Ach scheiße, ich habe Feuerwehrlockers gebaut, oder? Nee, ist ein Schließfach für Polizeibeamte. Aber warum zählen die nicht? Ah, jetzt haben die gezählt. So, was haben wir? Wartungsstation für Tauchpumpen. Ich kann leider nicht beurteilen, ob das in irgendeiner Form realistisch wäre. Das wird das Internet entscheiden für mich. Soll man auch tagsüber mehr Leute da haben als für die Nachtschicht? Im Moment alles immer gleich. Da. Da ist der Notfall. Da brauchen wir unser SWAT-Team für und 8 Polizisten. Ha, und wir haben keine 8. Da sind ein paar noch nicht weit genug ausgebildet. Und wir haben keine SWAT-Ausrüstung, wie gefordert. Okay, 2 sind im Fahrzeug drin, aber eigentlich bräuchte der irgendwie... Ah ne, wir brauchen nur 1. Wir können ja eine weitere SWAT-Ausrüstung theoretisch einladen in das Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, ob ich die normalen Leute einfach mitschicken kann und die... Also mitschicken kann ich die ja, aber ob die mehr Erfahrung dadurch bekommen, um bessere Polizisten werden. Euer Mafia-Boss wird auf jeden Fall verarbeitet. Bisschen Realismus, aber nur ganz wenig. You failed. Thought you could always be the hero? That'll cost you. Your funders will be less generous because of this. Better spend what money you have on improving your medical department. Was? Wahrscheinlich könnte den Mafia-Boss oder so nicht retten. Let's build a couple basic medical stations. This way, patients won't be forwarded to a hospital. So we'll get to collect the insurance money instead. Es geht immer nur um die Kohle. So, Station zum Anheuern vom medizinischen Personal.
Da brauchen wir einen Spindraum für die und die Möglichkeit, Krankenwagen, Standardfahrzeuge zu bauen. Triagestation für neu eingetroffene Patienten. Ich habe es bestimmt falsch gesagt. Mit voller Absicht. Mut zur Lücke. Hallo an Andy. Die Azubis kümmern sich um den Mafia-Boss. Ich glaube auch, die sind dafür gut ausgebildet. Ach so, das ist ein Haupteingang zur Straße. Ich dachte, das wäre einfach eine größere Tür für Arbeiter, damit mehr Arbeiter durchlaufen können. Ach, was für ein Blödsinn. So, Versorgung, Schließfächer. Versuch den Raum mal besser zu machen als den für die Polizei. Ein dreifacher Mix-Einsatz. Ich glaube, das ist beim Autorennen passiert. Was brauchen die hier? Aufgeladener Notfallwagen, ein Sanitäter, Schaumlöscher, Feuerwehrmann, Hochleistungsmotor und Polizei. Die Leiter werden wir wohl kaum brauchen. Schaumlöscher haben wir nicht. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch, dass das funktioniert. Rettungstransportwagen heißt das. Das sieht aber eher nach einem KTW aus. Endlich mal unter Profis. Das heißt nicht Krankenwagen, sondern RTW. Ach so, RTW ist der Rettungstransportwagen. Was brauchen wir hier? Eine Schutzausrüstung. Haben wir auch nicht. Jetzt lass mich doch mal eben kurz den Kram aufbauen, dass wir überhaupt Personal haben können. Für Rettungseinsätze mit dem RTW. Doch, in Pause kannst du auch bauen. Ich mach gerade Pause. So, Büro nicht. Versorgung haben wir. Rettungswagen. RTW. Aber es ist ein Krankenwagen-Standardfahrzeugstätte hier. Arrestzelle. Medizinisch. Also so gesehen vorübergehendes Krankenbett. Du hast, glaube ich, nach Norm darfst du gar nicht die Leute zusammen behandeln. Also im selben Raum.
passiert anscheinend auch noch ein Fehler mit den Stühlen. Weil die kann ich nicht verkaufen. Wand zwischenziehen und gut ist er. Ja, aber theoretisch ist denen das doch hier egal. Ob wir sie jetzt sehen oder nicht. Machen wir ein Windrad des Vertrauens. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Verbrennungseinheit medizinisch bauen. Verbrennungseinheit? Behandeln die Patienten mit Verbrennung. Ach so. Ich hätte jetzt gedacht, wir gehen auch in die Leichenbestattung und machen ein Krematorium direkt nebenan. Das soll doch immer ganz gut sein für... für Patienten. Ihre Gesundheit könnte schneller wieder zurückkehren. Gibt's 3D-Drucker? Also es gibt schon einige Utensilien, die hier aufbauen wir später. Halt, stopp, jetzt wird Google ausgepackt. Also Solarius sagt, RTW heißt Rettungswagen und nicht Rettungstransportwagen. Die Abkürzung RTW kommt daher, um Verwechslung mit dem RW, Rüstwagen, auszuschließen. Und Solarius kann man glauben, weil Solarius aus dem Bereich kommt. Und jetzt wird es wirklich umfangreicher von den Einsätzen. Sportfans sind sich nach einem Spiel auf der Straße begegnet und die Lage ist etwas eskaliert. Einige Personen wurden verletzt. Oder wir gehen direkt mit dem Mannschaftswagen hin. Zwei Einsatzkräfte. Eine Kollision von mehreren Fahrzeugen. Alle drei Abteilungen sind vor Ort erforderlich. So viel zu meinem Bedenken am Anfang. Einen Arzt haben wir nicht, muss einen Polizist machen. Dass das ein bisschen seichter wird von den Missionen, aber es wird wirklich alles zusammengeschustert. So wie es halt eigentlich auch sein würde, ne? Ist halt schon gut gemacht. Finde ich jedenfalls aus meiner Perspektive. Gewalt in Berlin wegen Fußball muss wohl ein Hertha gegen Union-Spiel gewesen sein. Ich fände es aber auch bei der Reparatur besser, wenn man sowas wie ein Reparaturteam einstellen könnte. Müde, fühlt sich müde, könnte bei weiterer Belastung erschöpft sein, kann durch Schlafen oder Ruhen wiederhergestellt werden. Dann kommt halt ein anderer Sanitäter mit. Und jetzt kommen wir schon in die Situation, dass wir zu wenig Lufttanks haben. Wir brauchen noch die Drehleiter dabei. Und schon muss ich die andere Mission von... Oder? Ausrüstung für Massenkontrolle. Ich habe schon so viel Personal und trotzdem sind die alle überfordert.
glaube, ich habe auch übertrieben mit den Betten. Medizinisches Labor. Und als nächstes brauchen wir diese Verbrennungseinheit. Okay, erstmal Medizinschrank. Dann hätte ich gerne Garage. Wir haben da auch das, den TLF, also das Löschfahrzeug 4000 freigeschaltet. Careful, you received a patient from the last medical emergency. Geile Zeichnung. Have, besides terrific pain, that's right, they have insurance. Bestimmt, welche anderen Stationen ein Patient besuchen muss, um geheilt zu werden. Aktivieren Sie diese Behandlungsstation, um die Crew Patient und Sanitäter zuzuweisen. Zusatzmittel und Ansehen kann erhalten werden. Basically, free money. After you stabilize and treat them, of course. Don't worry. If you cannot treat them or their injuries are too grave, they are automatically transferred to a proper hospital. Ach, Gott sei Dank. Ihr Leben ist nicht gefährdet. Außer sie sterben, dann werden sie einfach weitergeschickt. So läuft's in der Medizin. Hauptsache, erstes Ziel der Intensivstation ist, die Leute irgendwie loswerden. Dass sie nicht mehr auf Intensiv liegen. Damit die nicht da vor Ort sterben. Ich glaube, die Frau hat ein grafisches Problem. Guck mal, realistische Verteilung. Feuerwehrleute, solange kein Einsatz ist, pimmeln die rum. Polizisten können wenigstens noch ein bisschen Aktenarbeit machen. Und Mediziner haben eigentlich durchgehend zu tun. Ich glaube, das Labor füllt den Medizinschrank mit der Zeit auf. Ja. Summit is scheduled for the end of the week. A big, balding, angry bird tweeted that there's the risk of sabotage. The bird is in power, hence we comply. Prepare another demonstration of safety. Umweltgipfelkonferenz. Ein bekannter Ökotourist hat sie hat die in unserer Stadt stattfindende Umweltgipfelkonferenz bedroht. Die Hauptbeschwerde ist, dass es bei der Konferenz in Wahrheit um die Einführung von Atomkraft geht. Der Geheimdienst erwartet Angriffe mit einem biologischen Wirkstoff. Bereiten Sie Gefahrstoff- und Kontaminierungsanzüge für Ihre Feuerwehr und medizinische Abteilung vor. Ich kann gerade mal erst die Verbrennungseinheit bauen. Für Verbrennungsopfer. Die easiesten Sachen. Ist, glaube ich, so eine Art Wasserbad, wo die dann eingelegt werden, ne? Also nicht Wasserbad, sondern... Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Ich habe es schon mal gesehen. Da brauchen wir schon einen Kontaminationsanzug. Habe ich nicht. Packt einfach nichts an, was komisch aussieht. Mitarbeiter kommen mit Seuche nach Hause. Ich weiß nicht, ob man alle Mitarbeiter mal ebenso infizieren kann. Schade, dass der Erholungsraum einfach nur rumsitzen ist. Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. There you go. Enforcement is up and running. Now it's time we finish some business. Alas, I talk too much. Prepare the armed police for a mafia boss trial. Aber wir hatten doch schon mit dem Mafia Boss die Sache. Now, go resolve emergencies. You need to make a name for yourself to impress the lazy bums over at City Hall.
I have other business to mind until you do. Have fun. You can use your reputation to unlock access to better equipment. Fame, it can achieve anything. So, 8 Hold Ansehen haben, bekommen sie mehr Crewleute. Ein Fahrzeugstörung, ich glaube, da habe ich jetzt schon die Reparatur gestartet. Ach, hier rechts. Crewmitglieder wurden zu erfahren befördert. Sie erhalten möglicherweise neue Spezialisierungen und sind generell kompetenter bei dem, was angeht. Generell bei dem, was sie tun, mein Gott, Entschuldigung. Es war keine Station rechtzeitig verfügbar, es sind doch sogar 2 verfügbar. Aber man könnte vielleicht auch darauf achten, dass die in der Nähe sind von den... Also sind sie in der Nähe von der Garage? Oder kommen die durch die Tür gelaufen? Und sagen dann, Kuckuck. Wasserkanone plus 3% Erfolgschance für industrielle Notfälle. 4 Schaumlöscher und 4 Wassertanks. Das muss reichen. Irgendwelche Leute sind einfach in dem U-Bahn-Tunnel am Rumlaufen. Um diese Idioten gefangen zu nehmen, sollen wir ein paar Polizisten schicken. Mit einer K9-Einheit? Was ist das hier? Noch 2 weitere Polizisten. Ich habe diese Bonusausrüstung leider nicht. Achso, K9, um sie zu suchen, das macht natürlich Sinn. Erst Untersuchung, Wiederbelebung, Intensiv, Orthopädie, Radiologie, Traumazentrum. Ich brauche 500 Ansehen für die Kontaminationsanzüge. Vielleicht soll ich darauf mal eben warten, dass ich genug Ansehen habe. Weil ich eigentlich ganz gut gefunden hätte, ist, dass du Bewerbungsstationen zwar bauen kannst. Erstmal abchillen. Aber diese Stationen halt umschalten kannst, halt in was für einen Beruf die suchen sollen. Dann ist der Track laut. Jedenfalls bei mir. Du. Haben zu viele Polizisten einfach gar nichts zu tun.
hat letztes Mal auch den 4000er gebaut, ne? Das ist aber schon ein ganz schöner Brummer. Dum, dum, dum. Glaubst du auch nicht, ein Feuerdepartement hat ein Feuer entdeckt. Sie haben einen Job zu tun. Dann nehmt doch mal den TLF 4000, also nämlich auch die Schaumlöscher mit dabei. Was kannst du? Ersthelfer. Schnell beim Handeln, langsam beim Reden. Plus eine medizinische Fertigkeit beim Notfällen vom Typ kritisch. Und das sieht aus, als wenn das ein kritischer Einsatz ist. Kriegen wir aber hin. Und wir haben eine Leistungsbewertung von 93%. Kann ja nicht so schlecht sein am Ende der Woche. So. Vergrößern wir einfach mal den medizinischen Bereich. Wir können ja gerne Zwischenmauer setzen. Kontaminationsanzüge. Ein gegen biologische Kontamination. Mein Gott. Kontaminationen resistenter Ganzkörperanzug. Auch gut, falls sie mit einer Brechstange Alien zerschmettern müssen. Basteln wir den auch selbst zusammen? Sieht so aus. Oder wird gewartet oder ausgepackt. Irgendwie sowas passiert hier. Eine Feuerwache hat Feuer gefangen, steht da doch, oder? Das kann sein, dass eigentlich das da stand. Wir helfen Kollegen. Wir sehen auch hier oben übrigens auch die Versionsnummer. Dass das noch nicht 1.1, also 1.0 ist. Also es ist noch nicht die finale Version, die morgen wahrscheinlich dann rauskommt. So, es ist halt eine Pre-Release-Version, die wir halt pressetechnisch dann zeigen dürfen. Auf jeden Fall witziges Spiel. So, die Woche ist rum. Glückwunsch, ihre Ansehensstufe ist gestiegen, da sie am Ende der Woche die maximale Menge an Ansehen gesammelt haben. ...44.000 für die nächste Woche. So, jetzt können wir auch eine Zuteilung machen. Wer in die Tagschicht und wer in die Nachtschicht kommt. Für die kommende Woche. The soccer championship starts tomorrow. You know what that means, right? The winners drink, the losers drink, and it all gets messy quickly. Keep forces on hand and be ready to secure order. Ja, es geht halt ein besonderes Ereignis und es scheint so, als wenn es nicht nach einer Woche rum ist, wie es irgendwie am Anfang von der Mission, glaube ich, stand. Jetzt kann man bis zu 1000 Ansehen Obergrenze machen und du kriegst halt, ja, immer mehr Aufgaben und baust deine Wache in Berlin weiter auf und kannst halt die anderen Szenarien auch machen, ne? So, mal eben zum Hauptmenü zurück. Achso, nee, dauert 5 Wochen, nicht eine Woche. San Francisco Gefahr im Verzug. Wir müssen mit eingeschränktem Platz und Straßenzugang aufnehmen. Das Verbrechen in der Stadt ist im Anstieg begriffen. Berlin Hardcore, vermeiden Sie den Bankrott für die Dauer des Szenarios. Vervollständigen Sie Ziele für zusätzliche Geldmittel und Ansehen. San Francisco Hardcore. Natürlich nicht gesagt, dass nicht noch mehr Szenarien kommen. Und es gibt sogar auch schon Mods. Also beziehungsweise du kannst wahrscheinlich dann das ganze Spiel irgendwie in irgendeiner Form modden noch. Ich würde aber an der Stelle fürs Angespielte Break machen. 1,5 Stunden. Auf jeden Fall ein ganz cooles Ding. Vor allem man hat nach 1,5 Stunden noch nicht alles gesehen, was eigentlich ein gutes Zeichen ist dafür, dass es halt noch ein bisschen deeper ist. Aber es wird immer darauf ausgehen,
Du entwickelst deine Wache, die Leute leveln, du trainierst die irgendwo ein bisschen am Anfang, stellst neue Leute ein und machst immer mehr Ausrüstung, die natürlich auch produziert sein muss, um für die unterschiedlichen Notfälle bereit zu sein, die dann auftreten. Und wenn es 25 Euro kostet, ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Spiel. Mal sehen, was morgen dann die Release-Version machen wird. Aber für angespielt schon mal eine ganz coole Nummer. Bis zu einem anderen angespielt dann erstmal.